Liebe Leute der Fernwelt, wir haben heute einen ganz tollen Schatz bei uns in der Sammlung dazu gekriegt. Das ist Jean Sinclair Classic. Von 1 bis 50 haben die jetzt neu herausgebracht. Und wir werden mal zusammen gleich hineingucken. Dazu noch ein paar Kleinigkeiten. Also Jean Sinclair, das ist ja jemand, der schon seit 1970 kleine Groschenromane schreibt, wo schon kleine Miniserie von existiert an Filmen. Und wir haben auch Hörspiele. Und Hörspiele freuen sich gerade in Deutschland der großen Beliebtheit. Klassisch gesehen fängt man mit den Klassiker an, die ja neu auferlegt worden sind, von Folge 1 bis 50, die mit der ursprünglichen Klassikserie aber nur am Rande wenig zu tun haben. Die sind komplett neu mit neuen Sprechern und neuer Storyline versehen, obwohl die ähnlich sind wie die älteren von der Geschichte her, also dem Buch getreu. Wenn wir jetzt zusammen mal hineingucken, was wir für einen Schatz gekriegt haben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist noch alles eingepackt hier und ich habe jetzt Probleme, das aufzumachen. Weil ich mir natürlich vorher nicht überlegt habe, hole ich mir nicht lieber ein Messer. Also müsst ihr jetzt mit mir leiden und das zusammen mit mir aufmachen. Ich hoffe, man sieht das, dass ich mir jetzt Mühe gebe und ich jetzt so dämlich gewesen bin und mir ein Messer geholt habe. Aber nicht schlimm, wir machen das jetzt zusammen auf und dann schauen wir auch gemeinsam hinein. So, ich bin da nämlich ganz stolz drauf. Ich hatte mal ein paar Folgen davon. Die habe ich aber jetzt unter der Hand jemandem verschenkt, weil ich mir jetzt den Grabstein gekauft habe, wo mir versprochen sind, dass alle Folgen von 1 bis 50 drin sind. Also ich finde erstmal, das sieht sehr episch aus. Also das ist echt gelungen. Das ist einer der Gründe, wo ich gedacht habe, Tobias, fängst du nicht mal wieder an, Hörspiele zu hören? Und fängst hier ganz klassisch mit Jason Dark, also John Sinclair, Sammleredition 1 bis 50 an. Wie ihr seht, ich habe mir hier schon ein paar andere Sachen mal so aufgebaut. Ich bin eigentlich vielseitig interessiert an unterschiedlichen Fansachen und immer wenn ich mal Zeit habe, werde ich euch zu den unterschiedlichsten Themen mal ein paar Sachen vorstellen, die ihr vielleicht von anderen Kanälen noch nicht gehört habt. Besonders ich bin hier großer Clever und Smart Fan oder auch die Highlander-Geschichten mag ich sehr gerne, außer ein, zwei Filme mag ich nicht, aber da gehen wir mal irgendwann genauer drauf ein. Ich bin großer Monk-Fan, Stargate, genauso wie Stargate Atlantis und Mord ist ja Hobby, also Crime-Sachen bin ich großer Fan von. Ich habe hier Tassen geschenkt gekriegt mal, die ich einfach mal aus meinem Regal genommen habe und mal hingestellt habe. Ich sammle nämlich auch ganz gerne Fantassen. Vielleicht gibt es da mal ein oder zwei Highlights. Aber ich schweife gerade ab, wie ich gerade feststelle. Also wir wollten uns ja den Grabstein angucken. Einmal von außen. Mit Spinnennetz, also sehr detailreich, wie ich finde. Also für 50 Euro. Ich denke, da habe ich ein Schnäppchen gemacht. Tobias, hast du das Plastik hier noch gelassen? Entschuldigung, das knittert ein bisschen. So, aber jetzt die spannende Überraschung. Wir gucken jetzt hinein. Ich auch das erste Mal. Hey, wie versprochen, ebnisch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CDs. Wo ich jetzt mal. Na, ich hole mal alle einfach raus. Hey, na, es spiegelt ein bisschen, sehe ich gerade. Das ist die erste Folge, das erste Cover. Das kennen wir ja noch. Die Folge hatte ich auch am Anfang. Da sind jetzt mehrere Folgen scheinbar drauf. Folge 1 bis 6. Also der Anfang, Mörder aus dem Totenreich, Dr. Satanus. Die habe ich heute Morgen noch gehört, kurz. Die habe ich irgendwo. Wo habe ich sie denn gehört? Irgendjemand von meinen Kollegen, Freunden hatte die im Auto gespielt. Folge 4, das Leichenhaus der Lady L.
Sakuru, der Dämon. Und sechstens ist Friedhof der Vampire. Tja. Okay. Da kann man mal sehen, dass man doch mal Folgen auf eine CD hinkriegt. Wie viel Geld haben wir damals ausgegeben für so eine CD? Ich kann mich dunkel daran erinnern, die sind mal bei 5,99 angefangen und waren dann nachher bei 7 oder 8,99. Das war einer der Gründe, auch nachher das Sammeln aufzugeben, weil das einfach nur mein Verhältnis damals ging in Sachen Verdienst. Jetzt haben wir die zweite CD. Hier ist Folge 7, die Tochter der Hölle. Folge 8, das Rätsel der gläsernen Särge. Folge 9, die Nacht des schwarzen Drachen. Folge 10, die Insel der Skelette. Folge 11, der Blutgraf. Die Folgen kenne ich auch noch, die habe ich auch früher mal gehört. Dann haben wir hier nochmal die dritte, wo Folge 12 bis 16 drauf sind. Wir haben hier einmal Folge 12, das Höllenmeer. Folge 13, Amoklauf der Mumie. Folge 14, Dämonus. Da könnt ihr mal in den Kommentaren drunter schreiben, ob ich die Namen überhaupt richtig ausspreche. Ich vermute mal nicht. Folge 15, die Bräute des Vampirs. Folge 16, der Gnom mit den Krallenhänden. Ich meine, die Titel, die sprechen mich ja echt an, ne? Also ich glaube, heute höre ich gleich die erste CD. Ob ich dann bei einschlafen kann? Wie macht ihr das denn? Wann hört ihr denn die CD? Das könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben. Ob ihr die beim Kochen hört, beim Autofahren hört oder abends, wenn ihr schlafen geht. Das würde mich auch mal interessieren. Jetzt haben wir hier Folge 17 bis 22. Sinclair Classics, John Sinclair Sammleredition. Folge 17, die teuflischen Schädel. Folge 18, die Armee der Unsichtbaren. Ich glaube, die habe ich noch gehört. Und dann kommt Folge 19, Horrorfest am Gallenhügel. Galgenhügel. Folge 20, Dr. Tod. Folge 21, Bruderschaft des Satans. Die sagt mir wieder was, die Folge. Folge 22, Der See des Schreckens. Also man sieht, so ein paar Cover sind erhalten geblieben von den 50, aber nicht alle. Folge 23, 28. In Satans Diensten. Hochzeit der Vampire. Ist 24. 25, Dr. Tods Höllenfahrt. Folge 26, Der Fluch aus dem Dschungel. Folge 27, wenn der Werwolf heult. Folge 28, die Geisterhölle. Und da steht ja noch ein Satz, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Basiert auf den ersten John Sinclair-Roman erzählt die Klassikreihe, wie alles begann und John Sinclair zum berühmten Geisterjäger wurde. Ja, kann mich noch mehr daran erinnern. War das nicht sogar so, dass nachher der Sprecher irgendwie wechselt? Ja, das war, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich damals aufgehört hatte. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Da habe ich mir eigentlich so vorgestellt, warum macht man denn die ersten 50 nicht mit denselben, ja, mit denselben Sprecher? Aber da gab es bestimmt einen Grund. Vielleicht kennt ihr ja den Grund. Das könnt ihr hier gerne unter den Kommentaren ergänzen. Das würde mich mal interessieren, ob der deswegen Rechtsstreit aufgehört hat oder aus Altersgründen oder keine Lust mehr hatte. Ich meine, die neue Stimme ist ja ähnlich gesprochen wie schon James Bond. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kam nicht gut klar, dass der Sprecher auch gewechselt ist und dass wir dann eine Frau hatten. Ich meine, wenn ich das nochmal anhöre, vielleicht, ja, aus einem anderen Blickwinkel heraus, Jahre danach, vielleicht kann ich das dann eher verraffen. Aber ich hätte mir dann wieder lieber einen Mann gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, dann haben wir hier nochmal die nächste Sonderedition, Folge 29 bis 34. John Sinclair Sonderedition, Folge 29, der Hexenclub. Folge 30, das Phantom von Soho. Folge 31, die Drachenburg. Folge 32, das Todeskabinett. Folge 33, Irrfahrt ins Jenseits. Folge 34, die Todesgondel. Die Folgen sagen wir alle nichts, glaube ich. Ich glaube, die habe ich gar nicht mehr gehört. Aber ich werde es nachholen, wie versprochen. Ich glaube, wir machen nochmal ein Update. Wie mir denn die ersten 50 gefallen hat. Wenn es jemand interessiert, gerne unten
Daumen drücken und auf Abonnieren klicken. Würde ich mich darüber freuen, weil wir starten hier mit dem allerersten Video. Und das ist diese John Sinclair Classic Grabstein Sammlerbox von 2010 bis 2023. Habt ihr das eigentlich gesehen? Ist mir gerade eben aufgefallen. Das ist wohl, wo sie angefangen haben, die erste Folge nochmal zu produzieren. Ich meine auch, dass die erste Folge doppelt war. Also jetzt quasi bei der 2000er Serie und bei den Classics. Ihr könnt mich da ja gerne verbessern, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ich meine, das war damals die eine und dieselbe Folge und dann sind sie da viel später nochmal mit der Classic gestartet. Hier haben wir Folge 35 bis 40. Folge 35, der Voodoo-Mörder. Sagt mir gar nichts, die Folge. Habe ich nie gehört, glaube ich. Werde ich nachholen. Folge 36, Rache der roten Hexe. Folge 37, Zirkus Luzifer. Doch, die habe ich mal gehört. Glaube ich, aber nicht zu Ende. Bin ich durch eingeschlafen. Folge 38, die Totenkopfgang. Folge 39, die Killerpuppen. Folge 40, der Albtraumfriedhof. Die habe ich gehört. Die fand ich auch bärenstark. Dann haben wir hier noch die nächste CD und das ist Folge 41 bis 46. Wir haben hier Folge 41, der schwarze Würger. Folge 42, das Hochhaus der Dämonen. Folge 43, der Hexer mit der Flammenpeitsche. Folge 44, die Spinnenkönigin. Folge 45, das Todeskarussell. Die Folge habe ich, glaube ich, sogar noch gehabt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt alles verschenkt und wollte jetzt neu starten. Ich hatte auch teilweise die Hüllen nicht mehr richtig oder die Covers nicht mehr. Deswegen habe ich einfach jetzt angefangen, neu zu starten und mir neue Sachen einfach zu holen. Das sieht einfach im Regal schöner aus. Folge 46, der Fluch der schwarzen Hand. Und dann kommen wir zur letzten CD. Ich meine, das ist ein richtig tolles Cover, muss ich sagen. Also von allen Covern, die ich jetzt gesehen habe, gefällt mir das eigentlich am besten. Gehört das so immer zur Folge 47, immer zu der Anfangsfolge? Und da könnt ihr mir sicherlich auch was an das Video posten, ob dem so ist. Ob die immer die Folgen genommen haben, die dann hier beginnen. Und davon das Cover, also den Schwarz 47. Weil die Folgen hatte ich alle nicht mehr, das könnt ihr mir besser sagen. Ja, Folge 47, Flugvampire greifen an. Im Haus des Schreckens, die Rache des Kreuzritters, die Katakomben von Paris. Ist das denn in dieser Edition so? Ich kann mich da dunkel dran erinnern. Hat John Sinclair da eigentlich schon sein Kreuz? Ich meine, das war so, er hat das zwar schon, aber das liegt irgendwie so als Schmuckstück bei seinen Eltern oder bei seiner Mutter irgendwie auf dem Dachboden und er weiß gar nicht, was er da eigentlich für eine Waffe hat. Und lernt quasi erst am Anfang, das alles zu schätzen und die Waffen einzusetzen. Und ich habe dunkel in Erinnerung, dass John Powell war ja sein Vorgesetzter, dass er ihm sogar am Anfang nur eine Handvoll oder 6 Kugeln, was das waren, an Silberkugeln gewährt hatte, weil die teuer sind und er nicht von überzeugt war, dass das überhaupt hilft. Ja, es ist auf jeden Fall spannend aufgebaut. Also das gefällt mir schon episch. Das muss ich echt sagen. Also ich glaube, ich fange da mal wieder an, das zu sammeln, das zu hören und ich glaube, da werden wir uns öfters nochmal wieder treffen und da werden wir nochmal ein, zwei Sachen besprechen zu. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück, wenn ich alles durchgehört habe. Sprechen wir da nochmal drüber. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren aber schon mal schreiben, wie ihr jede Folge fandet von den 1 bis 50, welche eure Lieblingsfolge ist. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich habe hier noch andere so interessante Sachen auf dem Tisch stehen. Schreibt mal in den Kommentaren drunter, ob ihr da jetzt vielleicht bestimmte Sachen von mir mal was zu hören wollt, was ihr auf anderen Kanälen noch nicht so gehört habt. Wie gesagt, ich bin großer Clever und Smart-Fan und ja, vielleicht finden wir dann das nächste Thema zusammen.